Annalena Baerbock zog kürzlich eine Parallele zwischen dem Nahostkonflikt und der Quadratur des Kreises, einem scheinbar unlösbares Problem. Diese Analogie fußt auf den Erkenntnissen des Mathematikers Ferdinand von Lindemann, der vor 100 Jahren die Quadratur des Kreises als unlösbar erklärte. Lindemanns Schlüsselargument war, dass die Kreiszahl Pi nicht konstruiert werden kann. Für diejenigen, die direkt zu meinem Lösungsansatz gelangen möchten, können auf die Minute 4 vorspulen, um die Vorgeschichte zu überspringen. In diesem Video demonstriere ich, wie das antike Rätsel von Euklid durch Kreativität und Vorstellungskraft gelöst werden kann. Die antike Aufgabe fordert, ein Quadrat zu konstruieren, das denselben Flächeninhalt wie ein gegebener Kreis hat. Der entscheidende Hinweis kam von einem hebräischen Tempel, der selbst eine perfekte Quadratur des Kreises darstellt. Fangen wir an mit der Konstruktion des Kreises. Zuerst setze ich eine Markierung mit dem Stift, um sicherzustellen, dass der Zirkel bei der Drehung nicht verrutscht. Der Radius wurde sorgfältig auf 10 cm festgelegt, um eine präzise Basis für unsere geometrischen Berechnungen zu schaffen. Mit dieser definierten Strecke als Ausgangspunkt hat der Zirkel einen Kreis mit einem exakten Durchmesser von 20 cm erzeugt. Bei der Tempelarchitektur zeichnet man einen Kreis um eine Säule. Zur Tag- und Nachtgleiche, wenn die Sonne genau im Osten aufgeht, zeigt der Schatten der Säule nach Westen. Der Schnittpunkt dieses Schattens mit dem ersten Kreis dient als Ausgangspunkt, um einen weiteren Kreis mit demselben Radius zu zeichnen. Die Schnittpunkte der beiden Kreise ermöglichen es dann, ein Kreuz zu konstruieren, das präzise nach den 4 astronomischen Himmelsrichtungen ausgerichtet ist. Aber wir wollen ja keinen Tempel bauen, sondern ein Quadrat mit dem gleichen Flächeninhalt wie der Kreis. An den 4 astronomischen Schnittpunkten wurden weitere Kreise gezeichnet mit dem gleichen Radius. Dieses Diagramm erzeugt 4 Schnittpunkte, die helfen können, ein Quadrat zu zeichnen, was den Kreis umschließt. Dieses Quadrat hat ebenfalls eine Seitenkante von 20 cm. Jetzt verbinden wir die Eckpunkte dieser quadratischen Approximation. Die 4 neuen Schnittpunkte dienen als Ecken für ein innenkreisiges Quadrat. Wir haben nun 2 quadratische Formen, die einen Kreis von innen und außen berühren. Um Euklids Aufgabe zu lösen und das finale Quadrat zu zeichnen, nutzen wir einen Trick aus der indischen Tempelarchitektur. Dort existiert ebenfalls die Aufgabe, geometrische Formen mit dem gleichen Flächeninhalt zu konstruieren. Wir teilen die Distanz zwischen den Kanten in 3 Teile und nutzen 2/3 dieser Entfernung, um die Seitenkanten des finalen Quadrats zu bestimmen. Dies ergibt ein Quadrat, das zu 98% dem Flächeninhalt des Kreises entspricht. Achtung! Der indische Ansatz zur Lösung weicht von den ursprünglichen Bedingungen der Aufgabe ab. Für die Berechnung der Entfernung zwischen den beiden Quadratkanten wird ein Lineal mit Markierungen benötigt, während die Aufgabe explizit nur die Verwendung von Zirkel und Richtscheit vorschreibt. Ein Quadrat, das den Flächeninhalt des Kreises zu 98% annähert, resultiert in einer messbaren Differenz von 0,17 cm. Diese Abweichung bedeutet, dass die eigentliche Aufgabe, wie sie gestellt wurde, nicht erfüllt wäre. 98% sind gut, aber nicht gut genug. Hier kommt die Vorstellungskraft ins Spiel. Beim Betrachten der 3 Linien entdeckte ich als Grafiker eine mir bekannte Distanz. Um meine Hypothese zu testen, platzierte ich ein perfektes Pentagon zwischen den beiden Seitenkanten. Dabei stellte ich fest, dass die finale Seitenkante des gesuchten Quadrats fast mit dem Eckpunkt des Pentagons übereinstimmte. Indem ich das Pentagon zur Markierung nutzte, konnte ich das Quadrat so konstruieren, dass es die Aufgabe perfekt erfüllte. Durch die Verwendung des Pentagons in der Konstruktion konnte der goldene Schnitt präzise bestimmt und angewendet werden. Dieser Aspekt des Pentagons war der Schlüssel zur Lösung des Rätsels. Hier ergibt sich ein neues Problem. Es ist unmöglich, ein perfektes Pentagon zu konstruieren. Was aber möglich ist, den goldenen Schnitt in einer Strecke zu finden, nur mit Richtscheit und Zirkel. Mit der Anwendung des goldenen Schnitts, gefunden nur mit Richtscheit und Zirkel, erreicht das konstruierte Quadrat nun eine Übereinstimmung des Flächeninhalts von über 99% mit dem des Kreises. Jetzt liegt es an euch.
Wenn ihr denkt, dass ich die Aufgabe korrekt ausgeführt habe, gebt dem Video einen Daumen hoch. Falls ihr jedoch der Meinung seid, dass die Quadratur des Kreises weiterhin unmöglich bleibt, klickt den Daumen runter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Teilnahme an der Abstimmung.